Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Ich habe insgesamt 5 Themen, wo ich loswerden möchte. Gleich mal das erste Thema. Max on Tour. Ich habe heute Abend, also im Lauf des Abends, habe ich noch vor, Max on Tour nach oben zu bringen, weil wir machen heute einen Ausflug nach Klosterholzen und von daher habe ich jetzt leider keine Zeit zum Streamen, aber zum Streamen kommen wir später noch. Gleich als zweites Thema, jetzt sind wir noch bei Max on Tour. Ich habe nämlich vor, da ein paar Bilder zu machen von Klosterholzen und mal gucken, wie das ankommt. Okay. Dann kommen wir zum Livestream. Ich habe ja gesagt, ich mache heute Kaffeeklatsch am Sonntag extra, aber von daher, dass wir den Ausflug machen, wie ich gerade gesagt habe, habe ich mir gedacht, meinen normalen Kaffeeklatsch und dann, wenn ich später die Bilder habe, bearbeite ich das zu dem Video und schaue, dass das oben ist und dafür mache ich dann morgen zu Beginn der Woche eben ein Livestream, weil morgen habe ich jetzt kein Video geplant, deswegen machen wir halt am Abend gegen 20 Uhr, würde ich sagen, machen wir morgen Abend dann den Livestream, weil, wie gesagt, heute komme ich nicht dazu, aber trotzdem möchte ich mich für vorgestern bedanken, das war wirklich ein toller Stream. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, morgen der Livestream als Entschädigung und heute halt normale Videos. Hm? Dann kommen wir zum dritten Thema. Und zwar habe ich jetzt noch einen Test vorbereitet. Also wir hören uns gleich. Ja, da sind wir jetzt bei dem Test auf testedich.de und zwar, wie attraktiv bist du? Der Test ist für Jungs, ne? Also für uns. Dieser Test handelt von der Frage, wie geil, hübsch, attraktiv bist du? Durch deine persönlichen Angaben bezüglich deinen Style, Körper findest du heraus, was du äußerlich für ein Typ bist und wie andere dich sehen. Und jetzt viel Spaß. Es sind insgesamt 15 Fragen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet und was ihr denkt, was bei euch rauskommen wäre. So, Frage Nummer 1. Erste Frage zum Warmwerden. Wie groß bist du? Größer, jetzt haben wir natürlich wieder Möglichkeiten, größer als 1,85 Meter, kleiner als 1,75 Meter, 1,80 bis 1,85 Meter, 1,75 bis 1,79 Meter. Ja, mit 1,55,5 sind wir kleiner als 1,75. Die zweite Frage, wie alt bist du? 16 bis 17, 14 bis 15, 13 Jahre oder jünger, 18 Jahre oder älter? 18 Jahre oder älter, ich bin 26, also 18 oder älter. Dritte, was ist deine Haarfarbe? Dunkelblond, rot oder andere Farben, zum Beispiel gefärbt, braun bis schwarz, hellblond oder schwarz? Ich würde sagen, naja, dunkelblond. Viertens, was ist deine Augenfarbe? Grau, andere, blau bis grün, braun. Also meine Augenfarbe ist blau, von daher blau bis grün. Aber bei mir bleibt es bei blau. Nummer 5, wie ist dein Körperbau im Allgemeinen? Klein, schmächtig, viel Masse auf verhältnismäßig wenig Raum. Groß, trainiert, normal, etwas Speck, etwas Muskeln. Ja, ich würde sagen, normal, etwas Speck, etwas Muskeln. Das letzte. Weil ein bisschen Muskeln haben wir schon. Dann sind wir bei der Frage Nummer 6, Zahl 6. Bist du ein gepflegter Mensch? Ja, Körperpflege ist mir wichtig. Normalerweise schon, kann man morgens aber auch mal mit Deo retten. 2-3 Mal die Woche duschen reicht.
Heute haben sich da verschrieben, recht. Reicht. Alle ein, zwei Tage duschen. Normalerweise schon, kann man morgens aber auch mal mit Deo retten, das trifft jetzt auf mich nicht zu. Alle ein, zwei Tage duschen, das trifft auf mich zu. Dann sind wir bei der Nummer 7. Rasierst du dich regelmäßig? Nein, irgendwann muss man anfangen, ihn wachsen zu lassen. Nein, als ob ich mir die Mühe mache. Nein, habe ich keinen Bartwuchs. Ja, Haare sind nicht so meins, generell am ganzen Körper, außer am Kopf. Ja, der Flaum sieht halt bescheuert aus. Nein, habe keinen Bartwuchs. Nein, irgendwann muss man anfangen, ihn wachsen zu lassen. Das ist auch meine Meinung. Nummer 8. Was trifft am ersten auf dich zu? Also vom Aussehen her. Es sieht so aus, als wäre mir vollkommen egal, was ich trage. Normal, lässig, zurückhaltend, cute, cool, lässig. Mei. Normal, lässig halt. Ja. Nummer 9. Zu welcher Gruppe gehörst du am ehesten? Kann ich mich echt nicht entscheiden? Außenseiter, viele Freunde, die man aber nicht richtig kennt, wenige enge Freunde. Den normalen. Ein paar gute Freunde, ein paar Bekanntschaften. Den cooleren. Viele gute Homies. Den normalen. Ein paar gute Freunde, ein paar Bekanntschaften. Dann sind wir schon bei der Nummer 10. Wie ist deine Hautbeschaffenheit? Nichts davon, rein und bleich, vielleicht ein paar Sommersprossen, mehr aber nicht bei Hellhäutigen. Ein paar Pickel gebräunt, ein paar Pickel ein wenig gebräunt. Also Pickel habe ich keine. Nichts davon eigentlich. Nummer 11. Wie steht es um dein Styling? Haare stylen muss schon sein, aber Schminke nutze ich auf keinen Fall. Naja, also Schminke höchstens im Theater, nicht wahr? Muss ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. So. Also das mit Schminke nutze ich auf keinen Fall, bloß im Theater, ne? Dann die nächste Möglichkeit, morgens Haare waschen, föhnen, gelen, pickeln, möglichst unauffällig mit ein wenig Schminke überdecken. Muss ja nicht jeder wissen. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. Schminken tue ich aber nie. Ich stehe einfach auf und gehe aus dem Haus. Also Haare stylen muss schon sein, aber Schminke nutze ich auf keinen Fall. Also Schminke nutze ich bloß im Theater, wenn es sein muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Betrunkenen spielt, dann kriegt man halt eine rote Nase, aber mehr Schminke auch nicht. Die meiste Schminke haben natürlich die Mädler. Ja. Dann kommen wir zur Nummer 12. Hinsetzen. So, Nummer 12. Was ziehst du am ersten an einem normalen Tag an? Etwas, das mir gefällt, aber nicht so auffällig ist, zum Beispiel enge Hose, Pullover mit Shirt drunter und Jacke. Was man halt so anzieht, Jeans, Pullover, möglichst locker Jogginghose, Pulli und krasse Schuhe. Egal, meine Mutter legt mir die Sachen raus. Das Letzte, das war früher so, ne? Bis ich aus der Schule gekommen bin. Mittlerweile lege ich es mir selber raus. Etwas, das mir gefällt, aber nicht so auffällig, ist zum Beispiel enge Hose, Pullover mit Shirt drunter und Jacke. Naja, also Pullover ziehe ich jetzt nicht so an, aber ich ziehe ein T-Shirt an. Was man halt so anzieht, Jeans, Pullover. Naja, Pullover, wie gesagt, ziehe ich jetzt nicht an. Hm? Aber was man halt so anzieht, Jeans, T-Shirt,
müsste da dran stehen, also Pullover nicht, aber T-Shirt, das sieht man ja, was ich im Video so anhab, ne? Was man halt so anzieht, Jeans, Shirt oder Pullover halt, ja. Dann sind wir bei der Nummer 13. Jetzt zu den etwas intimeren Fragen, wie groß... Alter! Sowas beantworte ich eigentlich nicht, aber gut, wenn es jetzt gefragt wird. Jetzt zu den etwas intimeren Fragen. Wie groß ist dein Penis? 15 bis 16, 16 bis 5, 15,1 cm, 16,5 cm, 13,5 cm, 15 cm, 16,6 cm, 18 cm. Aber ist das wichtig? Unter 13,5 oder über 18 cm. 16,6 cm bis 18 cm, aber ist das wichtig? Also ich finde das nicht so wichtig, naja. 14. Glaubst du, viele Mädchen stehen auf dich? Ja, schon. Keine Ahnung, wenn dann aber nicht viele. Vielleicht habe... Aber keine Ahnung. Nein, auf keinen Fall. Vielleicht habe aber auch keine Ahnung. Naja, ich möchte zwar nicht wissen, ob welche auf mich stehen. Mir ist das mittlerweile wurscht. Weil, naja, hat schon seinen Grund. Ihr wisst ja welchen. Dann sind wir bei der letzten Frage, bei der Nummer 15. Die obligatorische Selbsteinschätzung. Findest du dich selbst attraktiv? / geil. Ja, nein, naja, irgendwo schon, bin eher der Cutie Boy. Joa, auf jeden Fall nicht schlecht. Naja, irgendwo schon. Nee, joa, auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, jetzt kommen wir zur Auswertung. So, wie attraktiv bist du? Also ich bin zu 60% Profil A. Du bist recht normal, was nicht schlechtes ist. Du bist nicht besonders attraktiv, aber auch nicht hässlich. Charakterlich bist du ruhig und aufgeschlossen. Du wirst sicherlich jemanden finden, der mit dir zusammen sein möchte. Dieses Profil hatten 50% der 161 Quiz-Teilnehmer. Na, schauen wir mal, was wir noch hätten sein können. Also, das, was ich habe, ist nicht schlecht. Dann hätte man nur sein können, zu 20% Profil B, du gehörst zu den Cooleren, daher machst du dir auch was aus deinem Aussehen. Du bist draufgängerisch und ein bisschen verrückt. Mädchen können das zwar geil finden, fahr aber auch mal einen Gang runter. Wirklich attraktiv ist es, ruhig und kaut zu sein zu können. Falls du einer der Leute bist, die sich ihren Pflaum stehen lassen, gebe ich dir einen Tipp. Egal wie, egal wo, egal wann, es sieht nicht gut aus. Oder zu 13% Profil C, du bist eher introvertiert und der gute, zurückhaltende Typ. Nur unter Freunden bist du mal etwas offener. Aber versteckst du nicht auch dann dein wahres Gesicht? Tritt auch mal ein bisschen aus deinem eigenen Schatten. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Mädchen und Jungs auch zurückhaltende Jungs attraktiv finden. Du wirst sicherlich jemanden finden, der dir Halt gibt. Oder aber auch noch zu 7%, du bist irgendwie ein bisschen seltsam. Du passt in keine der Schubladen, findest dafür aber deinen eigenen Weg. Lass dich nicht von anderen runterziehen. Jeder Mensch findet jemanden, der zu ihm passt. Ja, das war jetzt das Quiz auf testedich.de und jetzt sehen wir uns gleich wieder. Ich fasse es nicht. Ja, wie gesagt, das war jetzt
testauftestedich.de. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet und was ihr meint, was bei euch rausgekommen wäre. Jetzt muss ich kurz den Zettel aufheben. Knampf. Ja, dann kommen wir zur Planung. Wie gesagt, legt euch nicht so drauf fest auf die Planung, aber morgen gibt's auf jeden Fall den Stream. Am Dienstag muss ich mal gucken. Dienstag, Donnerstag habe ich Kühlendienst, da muss ich mal gucken, was wir da machen. Am Mittwoch möchte ich wieder mal mit euch auf ein Video reagieren. Also machen wir wieder mal Max reagiert nach längerer Zeit. Am Freitag Riegelfreitag. Samstag Max grüßt. Ja, am Freitag vielleicht nochmal ein zweites Video nach dem Riegelfreitag. Vielleicht mache ich dann wieder mal Use Time. Samstag Max grüßt. Sonntag Kaffeeklatsch am Sonntag. So, Kaffee ist leer. Mist. Dann, das war jetzt die Planung. Dann kommen wir jetzt zum Kommentar der Woche. Oh mein Gott! Danke an die Person für den Kommentar und einen Gruß an die Person. Wie gesagt, über den Test können wir gerne in die Kommentare reden und ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr genommen hättet und so. Ich habe ja alles gesagt schon. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Nein, doch. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, wie ich da heiße, steht im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo mir Post hinschicken kann, steht in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr mir den einen oder anderen Kommentar da lassen, unter anderem das mit dem Test. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Beziehungsweise später gibt's dann noch Max on Tour, weil ich mache ja Bilder. Das mal Klosterholzen, aber mehr dazu erkläre ich dann natürlich, wenn es soweit ist. Ja? Habe die Ehre, wir sehen uns.